and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Herr Gemeindepräsident Hafter hat Zuhörer mit seiner Rede zum Schmunzeln gebracht und man hat ihm es geglaubt, wenn er gesagt hat, dass Behörden den Versuch begrüßen. Die eigentliche Eröffnung ist durch Frau Nationalrat Lang vorgenommen worden mit dem symbolischen Durchschneiden vom Band. Dann hat man das Volk auf den Markt losgelassen. Und der Rösliplatz hat eine Invasion erlebt, wie schon lange nicht mehr. Neben der Oberhauser hat man auch viele bekannte Gesichter aus dem übrigen Wetzikon gesehen. Und dann sind auch viele auswärtige Gewunderige aufgetaucht. Sie haben aber nicht nur geschneugt, sondern auch wacker gepostet, sodass sich die meisten Märtfahrer zufrieden gezeigt haben vom ersten Märttag. Das Angebot war aber auch erfreulich vielseitig gewesen. Aber schauen wir doch selber ein bisschen aus der Hand von Gemeinderäten und charmanten Hausfrauen war an dem ersten Tag sogar gratis gewesen. Trotzdem hat es bis fast am Mittag gelangt. Und die kein Bier haben mögen, für die hat es wunderbare Seegräbner Süßmost gehabt. Dann schliesslich, Most müssen sie einem geben. Wo es gegen die Elfe zugegangen ist, haben sich die Märtbesucher langsam mit ihren Einkäufen auf den Heimweg gemacht. So ein Markt ist aber nicht nur da zum Posten, sondern gibt auch Gelegenheit, Bekannte zu treffen und da und dort einen Schwätz abzulassen. Es soll ein Ort von der Begegnung sein und trägt auch dazu bei, Alt- und Neurobohäuser vermehrt in Kontakt miteinander zu bringen. Ich bin Ursula Lubin-Bühl. Ich wohne in Zwetzigen. Ich habe eine Familie. Ich habe drei Söhne und eine Tochter. Die wohnen auch alle in Zwetzigen. Und dann habe ich noch fünf Enkel. Zwetzigen liegt im Zürich Oberland. Das ist mit der S-Bahn eine Viertelstunde weg von Zürich. Wir sind froh, dass wir die S-Bahn haben, seit etwa 10 Jahren. Das bringt uns näher zu Zürich und durch das ist natürlich Zwetzigen recht gewachsen. Ich will lieber Velo fahren als laufen, dass man die Socken nicht tragen muss.
ich fühle mich natürlich schon wohl da. Ich weiss ja nichts anderes. Es ist ein bisschen langweilig, wenn man das ganze Leben im gleichen Dorf wohnt. Manchmal hat man schon Lust, mal aneinander so. Aber da würde ich die Familie vermissen. Zürich-Oberländer sind vielleicht noch ein bisschen engstirniger. Aber Wetziken ist in dem Sinne natürlich schon eine Stadt geworden in den letzten 30 Jahren. So, dass eben Menschen nicht durchmischt sind und dass man nicht sagen kann, es gibt den Wetziker. Ja, ich habe mich natürlich bemüht, das Zürich-Gericht zu machen. Und da ist das Zürich-Schnetzle, das Fleischgericht, das kennt man eigentlich überall. Rösti. Rösti haben wir in der ganzen Schweiz. Hallo. Du bist vorhin rausgegangen, bist noch bei der Wagen. Also in der Regel nehmen wir ja die Reste der Herdöpfel. Das kann auch mal von Salzherdöpfel sein oder eben von geschwellten. Und wenn wir dann halt nur Rösti machen und die Herdöpfel separat kochen, nehme ich einen festkochenden Herdöpfel. Und das kommt auch. Die Teffel und Pfanne gibt es ja auch noch erst etwa 30 Jahre. Die hat es da, wo ich gehört habe, noch nicht gegeben. Aber das hat dann schwer besser mit der Rösti. Wenn man nichts kochen kann, dann kann man Rösti. Was jetzt ein bisschen schwierig ist, wenn man Rösti für viele Leute muss machen muss, sollte man ein bisschen zwei Pfannen haben. Die Geschichte könnte sich auch anderswo abgespielt haben. Wetzikon ist eine nette mittelgroße Stadt, nichts Besonderes. 99 Nationen zwar, das ist viel, aber insgesamt leben hier nicht viel mehr Ausländer als anderswo. Aber überdurchschnittlich viele Sozialhilfeabhängige, wie in anderen größeren Städten. Das neue Jugendhaus neben dem Bahnhof Wetzikon-Kempten, am 28. August 2004 eröffnet. Alle hatten sich gefreut. Aber dann brachte der Lifestyle, genauer gesagt die Musik, das Ganze zum Platzen. Tatsache ist, am Eröffnungsabend spielte zuerst eine Skaterband, Schweizer Kanti-Schüler, unter ihnen Patrick. Sangen einen Song gegen Ungerechtigkeit, Rassismus und Ausbeutung. Und gleichzeitig hat sich außerhalb vom Jugendzentrum so eine Gruppe Migranten auch versammelt. Es sind dann auch immer mehr geworden. Das sind dann am Schluss vom Abend 30, 40, denke ich, gewesen. Es hat eskaliert. Also ein Kollege von mir hat zwei Schnurren bekommen. Ich als in der ganzen Security sind im ersten Moment einfach dort gestanden und haben halt ein bisschen zugeschaut. Nach den Turbulenzen im Treff weist der Verein Jugendarbeit nicht mehr weiter. Zwei Wochen später schließt er das Jugendhaus wieder. Wetzikon fast wie im Krieg? Skater gegen Hip-Hopper, Ausländer gegen Schweizer, hieß es. Die Polizei kennt den Ärger mancher Bürger und zeigt Präsenz. Es sind immer die gleichen Leute, die wir antreffen, die alle Daten mal ein bisschen auf Zürich-Deutsch umstrehlen. März 2005, ein wichtiger Tag. Erstmals ist das Jugendhaus wieder für alle offen. Der Vorstand hat es an der letzten Retraite beschlossen. Und keine Sicherheitsleute mehr, im Normalfall. Dafür klare Regeln. Zu den Regeln gehört die Membercard für ständige Besucher. Mit Foto. Sie sehen nicht so besser aus, oder? Ohne Kappe. Ein friedlicher Abend. Kein Zoff zwischen Skatern und Hip-Hoppern. Du Schulden, verdammte! Du hast zugegeben! Ein paar Schweizer Mädchen, ein paar ausländische Burschen. Ein Miteinander? Das wäre zu viel gesagt, aber ein friedliches Nebeneinander. Aber wer sich ständig als Verlierer sieht, ist schwer für den Frieden zu gewinnen. Es ist so schön hier oben, sagt Schkamp. Hier sollte man wohnen können.